Das Kulturreferat der Stadtgemeinde Kapfenberg lud zur Eröffnung eine Ausstellung ein, die den Titel trägt »Andererseits außerdem«. Ein Großteil dieser Werke, dieser Ausstellung, sind Gemeinschaftsarbeiten von Hertha und Ernst Wolfgang Weiß. Sie sollen den Betrachter berühren und zu kreativem Dialog auffordern. Selbst der Kulturreferent der Stadt Kapfenberg ist von der Ausstellung besonders beeindruckt. Plastik da und dort. Was ist eigentlich der Tenor dieser Ausstellung? Diese Ausstellung ist erstens einmal unsere Keramikform. Das ist Raku-Keramik, das ist eine Spezialkeramik. Und wir haben hauptsächlich Gesichter und Köpfe. Es arbeiten meine Frau und ich. Wir arbeiten teilweise gemeinsam. Es sind hier, der Hauptteil der Objekte ist eigentlich gemeinsam gemacht. Also totales Teamwork. Der eine beginnt, der andere tut weiter und wieder so. Wie man ein Gesicht anschaut, das ist immer dasselbe. Und wir wollen hinterfragen. Wir wollen außerdem und andererseits dann, dass man sich über Gedanken macht über Menschen, Mitmenschen und um unsere Umwelt. Haben Sie Beispiele, von wo Sie Ihre Informationen holen und Ihre Kreativität nähren? Eigentlich nicht. Also wir sind beide sehr Kultur- und Kunst interessiert, aber beide haben einen anderen Zugang zum Werk. Also meine Frau setzt sich hin, nimmt einen Ton und macht. Das ist aus dem Bauch so richtig direkt. Und bei mir ist es ein bisschen anders. Ich bin zuerst ein bisschen im Kopf. Dann fange ich an, es ändert sich dann auch und es wird nicht immer dasselbe, was ich mir vorgestellt habe, weil eben auch die Intuition dazukommt. Aber wir schöpfen unsere Kreativität aus uns heraus eigentlich. Wie freundlich oder heftig sind die Diskussionen mit Ihrem Mann über diese Kunstgattung? Wir ergänzen uns sehr gut. Also wir können sehr gut miteinander arbeiten. Und wenn wir beide irgendwas vorhaben, es kommt was raus. Also wir ergänzen uns sehr gut. Ton haben wir gehört, Keramik. Das ist ja schon eine eigene Art der künstlerischen Tätigkeit, mit Keramik zu arbeiten. Ja, wir haben vor 30 Jahren haben wir eine Ausstellung gesehen von einer Austro-Kanadierin. Da hat es bei uns noch kein Raku gegeben. Und das hat uns so begeistert, dass wir sofort begonnen haben. Und seitdem arbeiten wir, haben Kurse dann sofort gemacht und uns dafür interessiert. Und seitdem ist das eigentlich unser Ausdrucksmittel. Wie viele Exponate stellen Sie hier aus? 41, also mit einer Installation sind 41 Stücke hier zu sehen. Also es sind da mehrere, weil Gruppen teilweise sind. Wo holen Sie sich die Inspiration? Das kommt aus uns selbst, also das schöpfen wir aus uns selbst und durchs Arbeiten kommen immer wieder. Wir arbeiten sowieso gerne, also zumindest ich beginne was und schaue mal, was sehe ich da momentan. Und reagiere darauf. Also ich arbeite im Prinzip nie allein. Ich habe immer das Gefühl, ich bekomme immer wieder Anregungen aus dem Material selbst und arbeite dann weiter. Und es entstehen Sachen, die ich vorher gar nicht gedacht hätte, dass das passiert. Ist das Material, das Sie hier verwenden, für jedes einzelne Exponat das gleiche? Oder gibt es verschiedene Materialien? Es ist immer Ton, nur es ist verschiedener Ton. Teilweise ist es, wie es heißt, stark schamottierter Rakuton. Schamott ist also Ton, der einmal zermahlen wird oder Sand oder sowas, der reingemischt wird im Ton. Und beim normalen Rakuton sind 50% Schamottanteil und eine Körnung bis zu 1,5 mm Durchmesser. Und dann gibt es einen Spezialton, der hat 60% Schamott und da sind die Körner schon bis zu 5 mm Durchmesser. Also der ist viel gröber und viel schwerer zu arbeiten. Ich arbeite sehr gern damit eigentlich, weil er sehr plastisch ist. Die Ausstellung ist geöffnet vom 29. März bis 2. Mai im Kulturzentrum Kapfenberg.